Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute den ersten Teil meines Lesemonats April zeigen. Denn der April, da war lesetechnisch für mich wirklich unerwartet gut. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles gelesen habe, aber es ist auf jeden Fall eine Menge geworden. Und los ging es gleich mit einem Buch, das ich gar nicht mehr da habe. Denn ich habe es ausgeliehen. Ich habe es jemandem geliehen. Und zwar handelt es sich um ein Buch, das ich eigentlich gar nicht lesen wollte, weil es überall rumlag und weil ich mir auch eigentlich nichts davon versprach. Dann wollte es aber meine Mutter mit mir zusammen lesen, auf Englisch. Und wenn meine Mama auf Englisch was lesen möchte, freue ich mich immer. Habe das dann auf Englisch für uns bestellt, als erste gelesen, ein paar Vokabeln rausgeschrieben. Nur leider hat es mich da nicht so gepackt und bis ich fertig war, hatten sie es schon auf Deutsch in der Bücherei. Und naja, da bin ich meiner Mama jetzt auch nicht böse, dass es dann lieber aus der Bücherei gelesen hat und dann nach der Hälfte abgebrochen hat. Und ich habe mich halt bis Anfang April noch durchgequält. Und zwar spreche ich von Fire and Fury, Inside the Trump White House von Michael Wolff. Michael Wolff ist ein Journalist, der sich irgendwie ins Weiße Haus nicht direkt eingeschleust hat, sondern er hat halt mal angefragt, ob er da ein bisschen Mäuschen spielen kann und ist dann nach eigenen Angaben irgendwo auf einer Couch sitzen geblieben und hat so einiges mitbekommen und darüber eben später dieses Buch veröffentlicht. Naja, also das Buch startet mit der These, dass Donald Trump eigentlich gar nicht Präsident werden wollte, sondern dass das Ganze als ja, eine Art Werbekampagne für seine Marke angedacht war und man war eigentlich von Anfang an ausgegangen, dass er nicht gewinnen könnte und sollte halt für Publicity und so sorgen. Ich meine, bei Trump, ich weiß selber nicht mehr, was ich glauben soll. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Und dann geht es sehr viel um einzelne Personen, die eben während der Trump-Kampagne eine Rolle spielten, irgendwelche Posten innehatten, hinaus komplimentiert wurden über interne Streitigkeiten, dass sich anscheinend Steve Bannon nicht so gut mit Jared und Ivanka verstand und diese ganzen Sachen, wo ich mir jetzt denke, dass die in den US-Medien wahnsinnig breit getreten wurden. Und auch bei uns ist es ja so, dass eher dieses Trump-Bashing herrscht. Das heißt, ich weiß eigentlich wirklich nicht mehr, was ich von diesem Mann halten soll. Also ich denke jetzt definitiv nicht, dass er der beste Präsident aller Zeiten ist. Ich weiß auch nicht, ob er so direkt der ahnungslose Trottel ist, als den in die Medien und auch dieses Buch hinstellen. Bei Trump habe ich persönlich halt immer dieses so, ja, so genau will ich das jetzt gar nicht wissen. Und irgendwann so in 20, 30 Jahren, wenn man genau weiß, was seine Regierungszeit da bewirkt hat oder auch nicht, kann man ihn erst richtig einordnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich die komplette Geschichte wegen ihm verändern wird oder so. Also solange keine Dummheiten begeht. Jetzt bin ich aber abgeschweift. Was mich überrascht hat bei diesem Buch ist, dass es erstaunlich hochsprachlich geschrieben ist. Ich musste sehr viele gehobenere Ausdrücke nachschauen. Ich hatte eigentlich etwas, ja, ich hatte eigentlich so eine verhasstriefende Schrift erwartet. War es aber nicht. Allerdings wird es etwas derber, wenn ja, irgendwelche politischen Genossen Trumps irgendwie wörtlich zitiert werden und dergleichen. Und im Allgemeinen klappert er halt so die Stationen ab, die in den Medien präsent waren. Ich glaube, für uns ist es jetzt nicht wirklich so wichtig. Also so viele Dinge haben wir zum Beispiel auch gar nicht so intensiv verfolgt, wer jetzt genau wer ist und so, weil es für uns einfach keine Rolle spielt. Und in Amerika, denke ich, haben sie das sowieso alles im Fernsehen ganz genau mitbekommen, weil es gefühlt in den Talkshows kein anderes Thema gibt. Naja, also ich meine, falls euch das jetzt interessiert, werde ich euch garantiert nicht davon abhalten, aber ich hätte dieses Buch jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht und habe es jetzt verliehen und wenn ich es nicht mehr zurückbekomme, ist es auch nicht schlimm. Weiter ging, ach Hilfe, das waren jetzt 4 Minuten über Trump. Schlecht. Weiter ging es mit English Idioms. Das hier ist aus dem Compact Verlag und ja, ich fand das ganz nett. Also wir haben hier alphabetisch geordnet, immer so, ja, nicht direkt Redewendungen, wie nennt man das so, feste Satzgefüge, die halt so verwendet werden. Zum Beispiel, dir wird das Lachen schon noch vergehen, you laugh on the other side of your face. Und da waren sowohl sehr bekannte Dinge drin, also auch Dinge, die eher nicht so bekannt sind und mir hat Spaß gemacht, das durchzublättern, zu überlegen, was ich weiß, was ich nicht weiß. Und ich denke, es ist sowohl für euch, ja, ich halte es sowohl für empfehlenswert, wenn ihr schon recht gut Englisch könnt,
Da man hier einfach nochmal so sein Wissen auffrischen kann und ein bisschen reinschauen kann, ob man das gewusst hätte oder nicht. Wenn ihr gerade erst anfangt, auf Englisch zu lesen, ist es definitiv hilfreich, weil man da drin ganz viel nachschauen kann. Also große Empfehlung. Dann ging es weiter mit etwas Französischem, und zwar von Antoine de Saint-Exupéry, Dans le désert und Le Camarade. Spielt jetzt total, ist so aus der Bücherei und deswegen noch eingebunden. Also aussortiert aus der Bücherei und deswegen noch eingebunden. Und ich habe das schon mal gelesen in Wind, Sand und Sterne. Damals gefiel mir die Sprache sehr gut. Heute gefällt mir die Sprache auch noch sehr gut, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mit Antoine de Saint-Exupéry in wirklich allem übereinstimme. Beziehungsweise ich hatte einige Punkte, wo ich schon ja, mich an seiner Darstellungsweise ein bisschen störte. Zunächst einmal, das ist hier der Typ, der den kleinen Prinzen geschrieben hat, und das hier sind Essays von ihm über seine Zeit in Mauretanien, wo er als Postflieger tätig war. Die Franzosen waren ja mal in Mauretanien, hatten das besetzt, und was mich hier ein wenig störte, ist, dass Antoine de Saint-Exupéry an keiner Stelle in Frage stellt, was die Franzosen zum Teufel nun mal jetzt in Mauretanien zu suchen haben. Habe ich mich zum Beispiel gefragt. Ich meine, hat man sich zu seiner Zeit vielleicht nicht gefragt? Keine Ahnung, ich will ihn jetzt auch nicht da deswegen schlecht machen, aber war halt so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Und hier haben wir, wie gesagt, zwei Erzählungen drinnen. In der ersten geht es eben um die Zeit in der Wüste. Da beschreibt er zum Beispiel auch, wer sich mit Mauretanien getroffen hat und mit denen gesprochen hat und die Kultur so ein bisschen mitbekommen hat. Und außerdem, wie schön es ist, seine Kameraden nach einer Weile wieder zu treffen in der Wüste. Und da gab es eine Stelle, die mich sehr stark gestört hat. Denn er kleidet alles in sehr schöne Worte, sehr malerisch, sehr märchenhaft. Aber was er eigentlich damit sagt, fällt halt trotzdem auf. Er spricht dann nämlich über die Sklaverei, die bei den Mauretaniern eben eine Sache war. Und zwar hat man da ja halt Menschen anderer Stämme versklavt. Und sie mussten dem Stamm dann dienen, bis sie alt waren. Und dann steht hier darüber, dass man die eines Tages verhungern lässt, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Eines Tages freilich lässt man ihn los, wenn er nämlich so alt ist, dass Nahrung und Kleidung an ihm nur verschwendet werden. Dann lässt man ihm völlige Freiheit. 3 Tage lang bietet er sich vergeblich von Zelt zu Zelt rundum an. Täglich wird er schwächer, und gegen Ende des 3. Tages legt er sich ergebungsvoll wie zuvor in den Sand. Ich habe in Kapchubi Menschen nackt im Sande sterben sehen. Die Einheimischen gingen achtlos, aber ohne Grausamkeit an ihrem langwährenden Todeskampf vorbei. Ihre Kinder spielten dicht neben dem düsteren Wrack und liefen jeden Morgen zum Spaß hin, um nachzusehen, ob es sich noch bewegte. Sie verhöhnten die alten Diener nicht. Es war ja die natürliche Weltordnung, als ob man dem Sklaven sagte: Du hast brav gearbeitet, nun darfst du dich ausruhen, wir schlafen. Darum spürte der Mann, der dort lag, nur den Hunger und nicht die Ungerechtigkeit. Der Hunger ist ein bloßes Schwindelgefühl. Nur Ungerechtigkeit ist quälend. Er wurde langsam wieder zur Erde. Von der Sonne gedörrt, von der Erde aufgenommen. 30 Jahre Arbeit und dann das Recht auf Schlaf und Erde. Kein Wort der Klage hörte ich bei dem ersten, den ich so traf. Gegen wen auch hätte er klagen sollen? Ich spürte, dass er im Grunde dumpf einverstanden war. Der verlorene und völlig erschöpfte Bergsteiger bettet sich auf die weiche Fläche und versinkt friedlich in seine Träume und in den Schnee. Mich bewegte darum auch nicht der Anblick des Leidens. Denn ich glaube nicht daran, dass er litt. Aber der Tod eines Menschen lässt eine ganz unbekannte Welt untergehen. Und so fragte ich mich, welche Bilder in diesem hier erloschen. Welche hellen Städte Südmarokkos versanken hier langsam im Vergessen. Nichts ließ erkennen, ob sich in dieser schwarzen Masse nur jämmerliche Alltagssorgen wie Tee kochen und Viehtränken dem Ende näherten. Ob hier wirklich nur eine Sklavenseele einschlief. Oder ob die Pracht der Erinnerungen einen Menschen wiedererweckt hatte, sodass er in Größe starb. Der harte, knochige Schädel glitt für mich den alten Schatzkisten der Mauretanier. Wie diese verriet er nicht, welche bunten Seiden, welche festlichen Gefühle, was für Erinnerungen, die hier in der Wüste niemand kennt, in diesem verschlossenen, schweren Behältnis dem Schiffbruch entgangen waren. So blieb mir verborgen, welches Stück Welt sich hier in diesen Menschen im überwältigenden Schlaf der letzten Tage auflöste, was mit diesem Bewusstsein und diesem Leib langsam wieder Nacht und Wurzel wurde. Also ich habe an dieser Stelle wirklich lange überlegt und lange mit meinen Gefühlen gerungen, ob das jetzt respektvoll ist oder nicht, aber irgendwie, woher will er wissen, dass dieser Mensch stumpf einverstanden ist?
ist genauso ein Mensch wie er selbst. Wäre er selbst damit dumpf einverstanden? Weiß ich nicht, er romantisiert es für mich ein bisschen zu stark. Die zweite Erzählung da drinnen gefiel mir dagegen sehr gut. Da geht es nämlich um einen seiner Kollegen, der eines Nachts über einem Gebirge abstürzte. Die Funkverbindung riss ab, er war nicht mehr aufzufinden. Ich denke, er wäre da beinahe erfroren. Und er war schon kurz davor aufzugeben, aber dann hat er daran gedacht, dass er, wenn er jetzt stirbt, vom Schnee bedeckt wird und nie wieder aufgefunden wird und dass seine Frau dann keine Witwenrente bekommt. Denn wenn jemand verschollen ist, wird er erst nach, ich glaube, 7 Jahren für tot erklärt und so marschierte er dann. Und das gab ihm halt dann Kraft, weiterzumachen. War das jetzt ein Spoiler? Scheiße, das war ein Spoiler. Und das war eine schöne Erzählung über diesen Menschen, der durchgehalten hat. Und stand für mich so ein bisschen im Kontrast zum ersten Teil über die Mauretanier. Ich will ihm jetzt nicht Rassismus vorwerfen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Machen wir lieber mit dem nächsten weiter. Und zwar von einer Belgierin, nämlich Amelie Nothomb. Und was ich hier habe, ist Der japanische Verlobte. Das ist wieder mal eine ihrer autobiografischen Schriften oder autobiografisch angehaucht. Denn Amelie Nothomb verbrachte ja einige Jahre in Japan oder einige Zeit. Zuerst studierte sie Japanisch, dann fing sie in einem japanischen Konzern an, wo sie nicht sonderlich glücklich wurde. Und während ihres Studiums noch verliebte sie sich in einen jungen Japaner namens Rinri. Und hier erzählt sie eben die Geschichte ihrer Liebe, zwei unterschiedliche Kulturkreise, die irgendwie aufeinander prallen, wo sie ja nicht wirklich miteinander klarkommen oder sich nicht ordentlich verständigen können. Das ist an einigen Stellen schmerzhaft, wo sie sich falsch verstehen. Andererseits bekommt man hier sehr viel über ihre Liebe zu Japan mit, über ihre Begeisterung und ich weiß nicht, Amelie Nothomb ist jetzt nicht meine Lieblingsautorin, aber ich lese sie von Zeit zu Zeit sehr gerne. Und dieses Buch lässt sich sehr gut zusammen mit Zittern und Staunen. Mit Zittern und Staunen lesen, denn dieses hier beschreibt eben die Liebesgeschichte und also bevor sie im Konzern angefangen hat und auch während der Zeit und danach. Und das andere beschreibt eben ihr Leben in der Arbeit, wie sie da so erging. Und ja, hat Spaß gemacht. Dann kommen wir zu meinem Frauenpower-Ding diesen Monat. Und zwar las ich die Autobiografie von Emilia Earhart, The Fun of It. Emilia Earhart wird wahrscheinlich den meisten was sagen. Sie ist die erste Frau, die ganz alleine den Atlantischen Ozean überquert hat mit einem Flugzeug. Und hier erfahren wir eben so einiges aus ihrem Leben. Sie ist eine sehr bescheidene Frau, muss ich dazu sagen. Sie fängt damit an, wie sie bei ihren Großeltern aufwuchs, wie sie damals eigentlich schon ein kleiner Wildfang war und mit ihrer Schwester lieber herumtollte und Ratten fing, statt irgendwie total mädchenhaft zu sein. Und ja, zunächst entschied sie sich für ein Medizinstudium in Kansas, das sie allerdings abbrach, als sie während des Krieges sah, wie schlecht es den Leuten ging, als sie nach Hause kamen. Und deswegen entschied sie sich dazu, als Militärkrankenschwester zu arbeiten. 1920 saß sie dann das erste Mal als Passagierin in einem Flugzeug und von dahin hatte sie die Begeisterung. Sie fragte auch als Mädchen noch immer ihren Vater, ob er nicht die Piloten fragen könnte, ja, wie lange man Flugstunden nehmen müsse, um fliegen zu dürfen und wie viel sowas kostet und so weiter und so fort. Und schließlich entschied sie sich dann dafür, den Flugschein selbst zu machen. Das war zu der Zeit nicht so ungewöhnlich, wie ich dachte. Es gab wirklich, sagen wir mal, einige Frauen zu dieser Zeit, die sich fürs Fliegen begeisterten. Es war aber damals sehr teuer, sie hat sich das Geld selbst verdient. Und ihr erster Transatlantikflug, den trat sie dann 1928 an, aber als Passagierin größtenteils, denn es gab da eine Frau, die halt eine Frau finanzieren wollte, die den Atlantik als erste Frau überquert. Und sie wollte eigentlich fliegen, aber der Flug war dann doch zu anspruchsvoll. So flog sie nur eine kurze Strecke und heimste dann irgendwie trotzdem statt der Piloten, die den Atlantik eigentlich überquert hatten, den ganzen Ruhm ein als erste Frau. Sie hat zu ihrem Verdruss auch, denn sie wurde eigentlich nicht müde zu betonen, dass der Verdienst nicht an ihrer Seite lag, sondern dass es durchaus die Herren waren. Ich habe übrigens ihren Namen schon wieder vergessen. Blende ich euch hier irgendwo ein. Und der Transatlantikflug, für den sie aber bekannt ist, den trat sie 1932 an. Da hat sie den Atlantik dann wirklich ganz alleine mit ihrer,
mit ihrer Lockheed Vega überquert. Das war ein knallrotes Flugzeug. Und ich schau mal, ob ich jetzt da Bilder einblenden kann. Das ist auch wirklich der Wahnsinn, wenn ihr euch im Internet mal das Cockpit anschaut, wie das ausgesehen hat. Also, dass man mit sowas über den Atlantik fliegen kann, das ist einfach nur beeindruckend. Sie schreibt eigentlich mehr über andere Menschen als über sich selbst. Wir erfahren sehr viel über andere weibliche Fliegerinnen, über andere Flieger, die es zu was gebracht haben. Außerdem hat sie sehr interessante Gedanken über Geschlechterrollen. Gehe ich auf die hier noch ein? Ja, möchte ich ganz kurz. Und zwar, dass Mädchen eigentlich im Nachteil sind, wenn sie typische Jungs-Sachen lernen wollen. Denn die Jungs haben in ihrer Entwicklung so viel nebenbei mitgenommen, sodass sie da schon gewisse Grundkenntnisse haben, die den Mädchen eben abgehen. Und dadurch waren die Mädchen in ihrer Zeit ein bisschen hinten dran. Und sie bringt da auch ein sehr interessantes Gegenbeispiel, wo eine Lehrerin Jungen das Kochen beibringen wollte. Und sie meinte dann wirklich, sie hätte die dümmsten Kinder aller Zeiten vor sich, weil ihnen halt so Grundbegriffe fehlten, wie dass man vor dem Backen den Ofen irgendwie vorheizen sollte oder dass man nicht mit einem normalen Wassergeschirr spült, sondern dass man da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Seifenlauge oder so verwenden sollte. Weiß nicht, ob es damals schon Spülmittel gab. Da die Mädchen das eben in ihrer Kindheit mitbekommen hatten und die Jungs nicht und umgekehrt funktioniert das genauso. Und sie spricht hier auch noch ein zweites sehr interessantes Thema an, denn also die ganzen Frauen, die flogen, die hatten das größtenteils als Hobby. Das ist jetzt nicht so, dass das laute Pilotinnen waren, also berufstätige Pilotinnen, so war das nicht. Emilia Earhart zum Beispiel flog einen Werbeflug mit einem Tragschrauber einmal und sie sprach auch mit jemandem, der Flieger für Werbeflüge engagierte. Und er sagte auch ganz klar, dass er der Meinung sei, dass Frauen genauso gut fliegen könnten wie Männer. Das allerdings in den Schlagzeilen ist, damals so war, wenn eine Frau irgendwie einen Unfall baute oder auch nur Notwasser musste, wurde das in der Zeitung so hochgespielt, dass das eigentlich die ganze Werbeaktion überschattet hätte. Und so hatten Frauen da beruflich schlechtere Chancen. Und sie geht auch darauf ein, dass Frauen zu Beginn mehr Unfälle bauten. Das führt sie darauf zurück, dass, also nicht, dass Frauen schlechtere Pilotinnen sind, sondern dass die Frauen halt zu einer Zeit in dieses Fliegen hineinstimmten, als die Technik schon relativ fortgeschritten war und auch die Flugzeuge schon, sagen wir mal, gefährlicher und schneller waren und dass die Frauen eben mithalten wollten und die Männer eben davor schon Zeit gehabt hatten, sich mit langsameren Flugzeugen langsam daran zu gewöhnen und sie geht dann auch darauf ein, dass sich das normalisieren wird und bla bla bla. Sehr interessante Biografie. Autobiografie. Ich habe allerdings immer parallel gegoogelt, weil sie sehr viele Dinge runterspielt. Und ich würde irgendwann vielleicht gerne mal eine Biografie über sie lesen, einfach um das nochmal, ja, ein bisschen weniger mit Bescheidenheit zu bekommen. Wieso blinkt das Ding jetzt? Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht ab.